Hallo, ich bin die Susanne Neff und heute wollte ich euch ein bisschen über Zichorien Kaffee erzählen. Und zwar ist das ein super Ersatz für normalen Kaffee. Das ist von der Wegwarte, die Wurzel, und die wird getrocknet und geröstet und die schmeckt super gut. Man kann es auch mit Milch oder Hafermilch oder Mandelmilch oder sowas trinken. Genau wie Löwenzahnkaffee. Löwenzahnkaffee ist allerdings ein bisschen bitterer. Da wird die Wurzel auch geröstet. Und ja, das Löwenzahnkaffee ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Und das ist auch eine gute Alternative zu Getreidekaffee. In der Schweiz gibt es den Zichorienkaffee als Inkarum. Und genau, der ist nicht nur rein der Zichorienkaffee, sondern das gemischt mit Kaffee. Ja. Probiert's aus und lasst mich wissen, wie es euch schmeckt. Mir schmeckt das sehr gut.